Und ich kann euch eins versprechen, wir werden auch in Zukunft eine gute und schlagkräftige Jugendorganisation bleiben, die unsere Mutterpartei in allen Belangen unterstützen wird. Na, für mich ist ganz wichtig, dass wir den Erfolgsweg, den die Freiheitliche Jugend in den letzten Jahren eingeschlagen hat, weiterführen. Dass wir unsere Mitgliederzahlen weiter ausbauen, dass wir unsere Reichweite erweitern, dass wir in den sozialen Medien auch in Zukunft weiter präsent sind und dass wir natürlich auch unsere Mutterpartei in dieser neuen verantwortungsvollen Rolle als Regierungspartei bestmöglich zu unterstützen. Wir wollen sicherstellen, dass Freiheitliche Handschrift auch in Zukunft weiter sichtbar bleibt und hier unsere Mutterpartei wirklich nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Viele von euch kenne ich aus diesen letzten 10 Jahren gut und es war eine Freude, mit euch tätig zu sein. Und erinnert euch bitte an meine Anfangsworte. Ihr seid die FPÖ der Zukunft. Das waren 15 lehrreiche Jahre, 15 schöne Jahre mit vielen Freunden, die ich auch kennenlernen und gewinnen durfte. Und auf alle Fälle war das mit Sicherheit der Grundstein meiner gesamten politischen Laufbahn. Und darauf kann ich sehr stolz sein und das hat mich auch sehr gefreut. Und damit ist es wirklich jeder Tag, auf den ich gerne zurückblicke. Die Jugendlichen, die sich heute hier versammelt haben und ihren Vorstand neu gewählt haben, sind in Wahrheit die FPÖ von morgen. Und da sind so viele junge, begeisterte, fähige, kompetente Menschen dabei, dass ich ein ganz, ganz gutes Gefühl habe, dass dann diejenigen, die in etlichen Jahren die Verantwortung bei uns übernehmen werden, auch wirklich hervorragende Top-Leute sind.